Hallo, mich freut's, dass wir die nächsten paar Minuten das schönste Hobby der Welt, Handarbeiten, gemeinsam ausüben. Für mich ist es derzeit wichtig, dass die Handarbeit relativ einfach, unkompliziert ist und Spaß macht. Ich bin eine Mama von einem bald dreijährigen Sohn und wenn er spielt, tue ich einfach nebenbei Handarbeiten, aber muss natürlich immer wieder einen Blick zu ihm werfen. Deshalb starten wir heute mit diesen Häkelsets. Ich habe die wirklich schon jahrelang bei uns im Haus in Verwendung und alle Gäste sind immer sehr begeistert und das war einfach wirklich für mich das Ausschlaggebende, dass wir gemeinsam mit denen starten. Das Schöne an der Handarbeit ist, dass man individuell und ganz flexibel sein kann. Das ist jetzt egal, ob ihr ein Tischset draus macht oder ein Kissen oder eine kuschelige Decken oder zum Beispiel ein Deckerl für euer Haustier. Wichtig ist, dass man einfach Spaß an der Sache hat. Ich sage euch jetzt nur, was es dafür braucht. Wir brauchen einfach eine dicke Wolle, was wirklich gut waschbar ist, die dazu passende Häkelnadel und viel später eine stumpfe Nadel und eine Schere dazu. Das war's, was wir brauchen und jetzt starten wir dann gleich mit der Anleitung. Da setze ich jetzt mein fertiges Set, was ich schon Jahre in Verwendung habe. Meine fertigen Maße sind ca. 33 x 40. Aber wie gesagt, das könnt ihr natürlich ganz flexibel halten. Ich will einfach für den Sommer ein bisschen mehr Farbe in unser Haus bringen und habe mich deshalb entschieden, dass ich in Rosa und Beige, welches jetzt dazu habe, dass ich was zum Kombinieren habe. Ihr könnt natürlich auch eine bunte Wolle nehmen, jede Reihe anders machen. Ist auch eine super lässige Sache zum Resteln aufarbeiten. Gut, dann starten wir. Wir fangen an mit 11 Luftmaschen. Wirklich die erste Reihe ganz locker häkeln, weil dann tatsächlich bei der zweiten Reihe leichter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ab jetzt wird nur mehr in feste Maschen gearbeitet. Wir lassen die erste Luftmaschen aus und starten in der zweiten Luftmaschen und machen jetzt 8 feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann tun wir in die erste Luftmasche 4 feste Maschen ein. Und noch eine dazu, dass wir 5 haben. Jetzt machen wir auf der gegenüberliegenden Seite einfach auch wieder 8 feste Maschen und ich nehme gleich einen Anfangsfaden dazu, weil dann brauche ich nichts vernähen. Die geht ein bisschen schwerer. 4, 5, 6, 7, 8. Jetzt machen wir wieder 4 feste Maschen in die letzte eine. Das ist einfach, dass wir dann eine schöne Ecken ausarbeiten können. Wir häkeln immer endlos. Das heißt, wir machen nie einen Reihenwechsel. Wir sind jetzt in der zweiten Reihe und jetzt wird immer gleich gehäkelt. Wir nehmen immer die hintere Schlinge und machen wieder die festen Maschen rein. Jetzt kriegen wir einfach immer mehr feste Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und jetzt zeige ich euch das Eck, das geht dann auch immer gleich. Das heißt, wir machen jetzt wieder 3 feste Maschen in eine, dann eine feste Maschen wieder in eine einzelne Schlinge und wieder 3 feste Maschen in eine Schlinge.
Jetzt seht ihr, jetzt wird es da eckig. Das sieht man dann mit jeder Reihe natürlich besser. Jetzt wieder neun einzelne. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und wieder drei in eine Schlinge, ein Stäbchen und wieder drei in eine Schlinge. Und so geht es jetzt wirklich immer weiter. Schaut einfach mit der Zeit oder zählt einmal nach, dass immer auf die gegenüberliegenden Seiten gleich viel Maschen habt. Man braucht ca. für ein Tischset 3 bis 4 Kneidel. Wenn das Kneidel gar ist, einfach ein neues anfangen, wieder in Anfang und in Endfaden mithäkeln und dann geht es so weiter. Wenn ihr die passende Größe erreicht habt, einfach dann den Faden durchziehen, abschneiden und dann vernähen. Gut, das war's für heute. Wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt es mir jederzeit. Ich melde mich in 2 Wochen wieder bei euch mit dem nächsten Tipp. Ich freue mich, gutes Gelingen und habt Spaß an der Sache. Danke!